Na ja, hey, willkommen zu dem Video und heute machen wir mal eine richtig lustige Challenge, nämlich ich habe mal wieder bei Nebelnik vorbeigeschaut, das sind alten Videos und er hat eine super lustige Sache gemacht. Auf Gomme gehen ja leider momentan keine Boote, das ist ein bisschen doof und es gibt eine andere Sache, die sind ja ähnlich wie Boote, nämlich Minecarts. Und wir werden in dieser Folge mal Minecart-MNGs versuchen. Ich habe das Zauberer-Kit, weil ich damit am Anfang ein bisschen Eisen habe. Wir haben leider noch nicht genug, wir brauchen nämlich noch 8 mehr Eisen, damit wir uns eine wunderschöne Schiene noch machen können. Und mit der Schiene können wir das Minecart draufsetzen, uns hochstacken, MNG machen, let's go. Der ist schon fast bei uns. Alter, er ist motiviert. Nein, bitte gehen Sie weg. Och, geht doch beide einfach weg. Mann, lass mich doch einfach mal kurz in Ruhe. Halt, stopp, aus. Nein. Oh mein Gott, müssen wir uns das saven. Mann, ich bin alle viel zu aggressiv. Ich will das doch gar nicht. Ich will doch nur mein Eisen finden. Ist hier Eisen drinne? Ist hier Eisen drinne? Nein, ist hier Eisen drinne? Oh Mann. Tot. Oder, oh nein, bitte sterben Sie. Oh, der zweite kommt noch. Mann, der hat ihn jetzt abgestaubt. Man kann auch einmal nicht abstauben gehen. Und, oh mein Gott, ich will doch nur mein Minecart setzen. Sterben Sie. Mann, ich bin schon so desperate. Ich habe mich jetzt annickt und nach Eisen gefragt. Er soll sich mal unter mir hinstellen. Nein, warum stirbt er nicht? Diesmal haben wir sogar guten Stuff bekommen. Setzen das Minecart, angeln es. Runter geht's mit dem. Zieh's ran. Setz uns hier. Oh nein. Wo ging das denn hin? Okay, das ist nicht so gelaufen, wie es sollte. Jetzt können wir ihn da holen. Den wunderschönen Fischi. Ich glaube, der hat gar nicht mit uns gerechnet. Und er rennt direkt weg so. Er denkt sich so, nee. Bitte sterben Sie. Und. Er hat uns gesaved. Und nein. Was? Ich glaube, ich richtig motiviert, der Gegner. Bitte komm nicht. Bitte komm nicht zu mir. Und oh, er hat sich selbst umgebracht. Noch haben wir nicht genug Eisen. Aber nach dem Kill hier bestimmt. Und sterben Sie. Und, es kommt einer abstauben. Den können wir jetzt leider nicht fighten, den da unten. Wir müssen erst den hier unten töten. Und sterben Sie bitte auch. Ja, komm. Er hat's überlebt. Und hier sind 4 Leute. Was ist denn da los? Warum haben die hier alle so Bock? Die einen haben wir tot. Den anderen haben wir nicht tot. Was macht er da unten? Warum sind sie da unten? Okay, holen wir uns einfach das Stuff. Ich hoffe, ich habe ja irgendwie Eisen gekriegt. Dia-Brustplatte auf jeden Fall. Noch eine Dia-Hose. Dia-Schüchen. Full Dia. Und wir haben Eisen. So machen wir uns mal ein Crafting-Table. Noch Schienen. Und wir könnten richtig motiviert mal mit dem Minecart einfach mal hier runterfahren. Und gucken, was er da macht. Oder ich kann ja jetzt nicht runtergenockt werden. Ich kriege ja jetzt kein Knockback. Mann! Oh, ja, danke, dass er tot ist. Wenn man nicht genug Stuff kommt, dann reicht wenigstens so ein MLG TNT-Boost. Und... okay, der hat ein bisschen zu guten Stuff. Schwitzt ein bisschen rein. Oh, er ist da unten richtig motiviert. Ich versuche ihn mal wieder mit einem Anvil zu töten. Vielleicht stellt er sich ja irgendwo hin, dass er sich einfach so töten lässt. Und oh mein Gott, warum sind wir da runtergefallen? Sterben sie? Komm. Tot? Ist er tot? Ich will doch nur Eisen. Eisen? Alles ist drin, aber kein Eisen. Wir stacken uns das gleich einfach wieder. Wordspam, ja, bringt ja nichts. Ich stack mich einfach gegen dich. Ja, tja, jetzt kannst du mich nicht mehr wordspammen. Jetzt triffst du mich halt einfach nicht mehr. Er steht doch da. Und er sieht uns gar nicht. Ja, er ist sogar in dem Web drin. Okay, wo steht er? Steht er hier? Let's go. Bitte töte ihn, bitte töte ihn. Oh Mann, ein Block vorbei. Knockback? Ich sag ja immer, Brustplatten werden überbewertet. Und wir schubsen unser Minecart mal da runter. Und ja, es fährt. Wir ziehen es ran und sind drinne. Und... hey, wir landen sogar in den Webs. Okay, wo sind die Gegner? Oh, die haben ja richtig Bock da unten beide. Holen wir den einen und den anderen. Oh, schade, Alter, dieser Schwitzer. Okay, der da vorne geht zu uns. Ich würde sagen, wir machen einfach einen ganz gediegenen Abflug gleich. Oder töten dich. Oder können wir so runternocken? Und hat er sich gesaved? Er hat sich gesaved. Immer noch nicht genug. Okay, da kommt der nächste. Dein Eisen brauche ich auch noch. Und dein Gap. Du hast mir nämlich ordentlich Damage gemacht. Ich glaube, er sieht uns gar nicht kommen da unten. Setzen wir mal die Schiene. Das Ding. Gehen rein. Können wir fahren? Können wir fahren? Nee. Okay, warte. Nein, nein. Nein! Oh, das Ding ist ohne mich losgefahren. Okay, kriegen wir es hin, mit MLG da reinzuspringen? Und... fangen wir an, das Ding zu warten. Und... oh, bitte. Ja, ja. Und... let's go!
Oh nee, der hat viel besseren Stuff als wir. Scheiße. Nein. Bitte gehen Sie weg. Bitte gehen Sie weg. Es wird mal wieder Zeit für ein MLG TNT Boost. Let's go. Oh mein Gott. Und natürlich kommst du jetzt zum Abschluss. Natürlich. Ja, kannst du voll abhaken so. Sprachen lernen, Bubble. Ey, die ganze Zeit macht der andere nichts und auf einmal kommt er so zum Absturm und denkt sich, jawohl. Bam, 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 bam. Sharpness 3. Bitte sterben Sie, bitte sterben Sie. Komm. Sie will sterben. Und er baut sich Dinge ein. Du kriegst jetzt einen Boost in dein Verderben. Angeln wir das Ding, schicken es runter, ziehen es zu uns. Okay, wir sind weg, ciao. Man sagt ja nicht umsonst, alle guten Versuche sind 2 und er kommt auch schon hoch zu mir. Ey, was ist denn bei ihm los? Ja, dann fahren wir mal mit Minecart hier runter, um ihn zu töten. Bitte sterben Sie, komm. Und easy. Dann kommt der Amboss. Wir snacken uns einfach mal ihn da vorne. Gleiten mal kurz mit der Lore da drunter. Da wird er safe nicht mitrechnen und... Na du? Bitte sterben Sie. Komm, bitte stirb, bitte stirb. Der hat weniger Stuff. Oh, der hat eine Enderperle. Oh mein Gott. TNT-Boost. Ich würde sagen, let's go und guck mal, was ich mitgebracht habe. Wir haben einfach einen Feueraspekt. Dir-Schwert. Schaffen wir das? Digga, nein, oder? Ich habe diesmal auch so eine kleine Rampe gebaut. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Dann gehen wir hier runter. Oh. Dann gehen wir einfach jetzt hier runter und überraschen den da. Und... Nein. Sicher. Bleibt das stehen? Digga. Was versuchst du? Nichts Gutes. Let's go. Überraschung. Da. Okay. Er schwitzt rein. Er schwitzt richtig hardcore rein. Und was macht er da? Was versucht er jetzt? Bitte sei tot. Ja, easy. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Falls ihr mehr von solchen Challenges wollt, dann schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.